Willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von TKKG Film Up, Let's Play des 11. Spiels. Und wir sind im 13. Part und ja, ich habe richtig lange nicht mehr gespielt, ungefähr 3,5 Wochen, glaube ich. Also so ungefähr. Ich war halt anderthalb Wochen nicht zu Hause und dann hatte ich ja auch nochmal viel zu tun und so weiter und so fort. Und ich hatte ja aber schon vorher aufgenommen, das heißt, ich hatte schon einiges aufgenommen und habe das dann halt bearbeitet und hochgeladen und YouTube hat dann quasi alle 3 Tage automatisch einen Part freigeschaltet. Aber jetzt ist quasi das vorab aufgenommene Material fertig. Quatsch, was heißt fertig? Ja, komplett hochgeladen einfach. Und deswegen muss ich nochmal weiter aufnehmen. Ja, es klingt so schlimm. Nein, natürlich, ich möchte natürlich auch weiter aufnehmen endlich, aber ich jetzt... Zuletzt hatte ich immer noch andere Sachen zu tun, so, aber jetzt komme ich quasi in die Situation, dass wenn ich jetzt nicht aufnehme, dann gibt es halt erstmal keinen Part. Das wäre zwar natürlich generell nicht so schlimm, aber es ist halt nett, wenn man immer den gleichen Abstand hier zwischen den Folgen einhält, finde ich. Und deswegen kommt diese Folge jetzt am Samstag, glaube ich. Und es ist jetzt gerade Donnerstagabend und es ist eigentlich schon wieder zu spät, um jetzt noch aufzunehmen, aber scheißegal. So, jetzt habe ich aber schon schön viel drum rumgelabert. Ich habe mir die 12. Folge auch nochmal angeschaut, gestern oder vorgestern. Und jetzt weiß ich aber leider gerade gar nicht mehr, was da drin vorkam. Also doch, ich weiß es schon. Wir waren ja zuletzt in der letzten Folge am Set und Klößchen war ja da als Schauspieler jetzt engagiert worden und so weiter. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir jetzt erstmal weitermachen. Deswegen gucke ich mal kurz in die Notizfunktion, würde ich vorschlagen. Dass wir da vielleicht irgendwas Interessantes finden. Karl kann in den Quiz sein. Okay, also offensichtlich bezieht Mikey seine Drogen von Patrick Partout. Hatten wir jetzt schon. Hier steht ja, wenn Mikey jetzt Nachschub braucht, wird er wohl über mit Partout reden müssen und wir hören zu. Haben wir das schon gemacht? Haben wir da schon zugehört? Wahrscheinlich schon, sonst würde es nicht weitergehen, oder? Dann kann Karl in den Quizsaal, beziehungsweise kann er gar nicht in den Saal, oder? Er kann doch nur in dieses Treppenhaus da. Und Patrick Partouts Handynummer lautet so und so. Sollten wir da mal anrufen? Haben wir das schon? Ich weiß leider echt nicht mehr so viel. Jetzt habe ich hier gerade meinen Stift zerstört, mit dem ich gerade diese Handynummer notieren wollte. So. Ich würde nämlich sagen, wir versuchen jetzt einfach mal da anzurufen. Ich meine, wieso nicht? Oder mit wem machen wir das? Mit Klößchen gehen wir einfach zu wieder sauerlich. Wobei das natürlich eigentlich auch bescheuert ist. Ist Mikey eigentlich noch da? Ja, ne? Okay. Ja, weiß ich nicht. Wieso haben wir denn. Was ist denn mit der Handynummer? Wir haben ja gar keine. Wir können ja gar nicht telefonieren. Ich kann ihn nicht mal anklicken. Ja, ich konnte ja richtig überhaupt nichts, machen. Ja, was machen wir denn dann? Ich würde sagen, wir gehen nochmal hier hin. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade irgendwelche Sachen mache, die ich schon gemacht habe. Oh, ach nee, der Typ stand ja schon nicht mehr hier, der war ja schon hier drin. Genau. Hier hatten wir doch irgendwo, genau. Toes Handynummer. Genau, die hatten wir ja schon aufgeschrieben. Nimmt Patrick Partout etwas, um so überdreht fröhlich zu wirken? Ich frag's einfach nochmal. Ich denke mal, wir hatten schon alles gefragt. So wirkt er nur während der Sendung. Er ist Profi. Dass die Presse ihm damals Jugendsünden vorwerfen wollte, ist Schnee von gestern. Ich selber habe nie gesehen, dass er sich Koks durch die Nase gezogen hat. Da steht er längst drüber. Zumindest sind ihm harte Drogen nicht unbekannt. Ja, fragen wir einfach nochmal die zweite Frage.
Nimmt Patrick Patou etwas umso über... Ist Patrick Patou im Ausland bekannt? Seine Sendung gibt es in vielen Ländern. Allerdings läuft sie unter Lizenz mit anderen Moderatoren. Patrick reist viel herum und berät, er könnte im Geld schwimmen, wenn er sich nicht so verspekuliert hätte. Außerdem hat ihn seine Ex-Frau ja sehr ausgenommen. Er pflegt also seine Kontakte im Ausland. Er fragt sich, ob er nur Studios besucht oder auch Labore. Ja, das ist eine spannende Frage. Ja, es nervt mich ehrlich gesagt, dass ich jetzt irgendwie gar nicht weiß, was ich machen soll. Kann ich denn da... Haben wir irgendwo noch eine andere Möglichkeit anzusuchen oder ist das scheißegal hier? Haben wir das denn schon gehört? Ich gehe einfach nochmal mit allen zu Villa Sauerlich. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Hey, können wir überhaupt nichts machen, oder? Irre ich mich da? Wir können weder die beiden Kollegen hier anklicken, noch das Telefon, noch hier. Da haben wir doch irgendwie die Drogen versteckt, oder? Naja. Ich gehe einfach nochmal mit den anderen zum einen, das ist der Quizshow. Okay, da können wir nicht rein, ne? Hier können wir auch nicht mehr hin. Ich gehe nochmal mit den anderen zur Villa Sauerlich. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Moment! Ich komme schon! Geschafft! Wieso kann man denn nicht mal die Kollegen hier anklicken? Das ist doch... total blöd, wieso können wir hier überhaupt noch hin? Aber ich probiere es auch nochmal mit Gabi. Ja, und wenn nicht, dann gehen wir einfach nochmal zum Filmgelände. Also irgendwas muss ja auf jeden Fall sein und so viele verschiedene Orte haben wir ja eigentlich nicht. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Hey, Mikey, wie geht's dir? Beschissen wäre untertrieben. Mein verdammter Stoff ist alle. Ich brauche Nachschub. Meine Hände, sie zittern. So kann ich nicht telefonieren. Wie lautete seine Nummer? Hatte ich die überhaupt? Mist, ich darf ihn ja nicht anrufen. Du meinst Patrick Patou? Da können wir dir womöglich weiterhelfen. Haha. Gut, dass wir Patrick Patous Handynummer kennen. Ja, ein erster kleiner Erfolg in dieser neuen Aufnahme. Die kenne ich ja auch und die habe ich ja sogar gerade kurz aufgeschrieben. Von daher kann ich jetzt mal ganz einfach eingeben. Das ist nämlich die 0161. Okay, vielleicht erstmal den hier oder was? Ah ne, erstmal anschalten. Bei welchem Telefon muss man das denn machen? Und dann die 3131936. Was ist nun? Es ist besetzt. Wenn meine Finger nicht so zittern würden, könnte ich wenigstens eine SMS schicken. Nein, nein. Wir bleiben dran, bis sich dein sauberer Freund meldet. Ja, also jetzt sind Klößchen und Gabi aus dem Verkehr gezogen, weil die ganze Zeit versuchen, bei Patrick Patou anzurufen. Ich gehe jetzt einfach mal mit Tim hin. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Habt ihr Patou schon erreicht? Es ist immerzu besetzt. Bleibt am Ball. Wie aggressiv ist Tim denn jetzt? Wir gehen einfach nochmal mit Karl dahin. Und wenn das nichts bringt, dann gehen wir nochmal mit Karl, zum Quizstudio oder da aufs Filmgelände, da muss der Typ ja irgendwo rumlungern. Ich komme schon. Geschafft.
Partout telefoniert ständig, was? Es ist immer noch besetzt. Wir geben nicht auf. Ja, okay, also das heißt, wir versuchen jetzt nochmal mit Karl hier zum Quizshow-Einlass und dann vielleicht hier. Okay, hier ist nichts. Nimmt Patrick Partout, ist Patrick Partout im Ausland bekannt? Okay, wir haben ja gar keine, nicht mehr viele Möglichkeiten. Wir gehen einfach nochmal aufs Filmgelände hier zu den anderen Orten. Oh, zugesperrt. Okay, hier geht erstmal gar nichts. Die Maske ist nicht besetzt. Okay, wenn ich hier reingehe, kriege ich wahrscheinlich erstmal wieder auf die Fresse. Hallo! Was? Was hast du hier verloren? Scher dich raus! Okay. Okay, das heißt, wir können mit Karl gar nichts anfangen. Das heißt, irgendwas muss es mit Tim geben. Vielleicht bei dem alten Opa, denn hier ist nichts, außer dass wir da draufhauen und dann kommt diese komische Animation da. Ja. Es gibt kein... Niemand drin. Es kann ja nur noch sein, dass jetzt hier irgendwas kommt. Oh, waren die schon immer da? Waren die schon vorher da? Hätte ich das wissen müssen? Arbeiten Sie nur für Liebe, Macht, Laune? Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Was halten Sie von Maya Kleinsch? Wie finden Sie Herrn Centurius? Arbeiten Sie nur für Liebe, Macht, Laune? Wer ist alles bei einem Dreh dabei? Regisseur, Maskenbildnerin, Tonmann, Kameraleute, Aufnahmeleiter, Regieassistent, Bühnenbauer, Kabelträger. Die meisten wirst du gar nicht bemerken. Ach ja, und meine Wenigkeit. Meistens jedenfalls. Man wird ja nicht jünger. Donnerwetter! Hat uns das irgendwie weitergeholfen? Ja, egal. Wer ist alle? Warum ist das Set so penibel aufgeräumt? Wir drehen alles so schnell, dass keine Zeit bleibt, ständig auf die Anschlüsse zu achten. Je weniger Zeug in der Dekoration herumliegt, umso weniger Fehler machen wir in den Anschlüssen. Das bedeutet, wo eben beispielsweise noch eine Zeitung lag, muss sie auch in der anschließenden Szene liegen. Das ist wichtig. Und ich dachte schon, in der Szene geht es um Reinlichkeitsfanatiker. Hahaha. Ha, ha. Okay, die Antwort hat also auch nichts gebracht. Warum ist das? Was halten Sie von Maya Kleinsch? Früher hatten die Mädchen mehr Pep. Aha. Aha. Wie finden Sie Herrn Centurius? Fähiger Mann. Er weiß sich durchzusetzen. Ihm verdanke ich, dass ich in meiner gewohnten Umgebung bleiben darf, anstatt in einem Altersheim vor mich hin zu vegetieren. Sie müssen ihn sehr beeindruckt haben. Ja, jetzt sitzt er hier im Fünf-Fundus-Rum, ey. Oh, man kann... Hey, wie war das? Das klingt ja deprimierend. Was brachte das noch, dass wir das machen? Irgendwann mussten wir doch da mal was auflegen. Aber wenn ich mir jetzt nichts anderes einfällt, dann werde ich das einfach gleich mal probieren. Aber eine Frage haben wir auch noch. Arbeiten Sie nur... Wer ist alles... Warum ist das... Was halten Sie von Maya... Warum ist das Set... Wie finden Sie... Arbeiten Sie nur für Liebe, Macht, Laune? Nein, auch für Spielfilme.
Und manchmal leihen wir Sachen an die Quizproduktion von Patrick Partout aus. Aha. Den Herrn bekommt man allerdings herzlich selten zu Gesicht. Es gibt eben Leute, die lassen immer andere für einen arbeiten. Ja, wir sind jetzt nicht richtig weitergekommen, aber im nächsten Part sehen wir ja dann, ob wir den Kollegen endlich an die Strippe bekommen. Bis dann, ciao.